So Leute, jetzt gibt es die 10 stärksten Menschen der Welt. Das Video ist von der Weißen Eule, schaut gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und go. Hey, willkommen zu einem neuen Video. Viele Menschen lieben es zu trainieren und an ihrem Körper zu arbeiten. Manche gehen noch einen Schritt weiter und wollen beweisen, dass sie zu den stärksten Menschen der Welt gehören und nehmen sogar an Wettkämpfen teil. Heute zeige ich dir 10 Menschen, die unglaublich stark sind. Du bist neu auf diesem Kanal. Ja, nee, ich war schon mal hier. Ja, dann bin ich gespannt, ob ich in der Liste bin. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Ja, Daumen hoch. Nummer 10. Dmytro Kalatsi ist ein ukrainischer Sportler und Champion in mehreren Kraft-Dreikampf-Wettbewerben und nahm 2009 an der Show Ukraine's Got Talent teil. Sicher habt ihr schon einmal jemanden gesehen, der auf einem Pferd reitet, wobei das Pferd euer Gewicht heben muss. Aber hier sehen wir, dass es genau andersherum ist. Junge, was geht denn da ab? Der trägt einfach ein Pferd. Dmytro sitzt nicht auf dem Pferd, sondern er hebt das Pferd an. Dafür muss man unglaublich stark sein. Das sieht zwar etwas merkwürdig aus, ist aber eine ziemliche Leistung. Ich find's geil, wie chill, das Pferd chillt einfach. Das denkt sich, ja, das ist ja richtig praktisch. Außerdem kann er Stahlstangen verbiegen oder verdrehen und einen 152 Kilogramm schweren Stein mit einer Hand anheben. Er hat auch noch andere Leistungen vollbracht, aber die speziellste ist das Heben des Pferdes. Die Wikipedia-Seite über ihn behauptet, dass er nicht weniger als 63 Guinness-Rekorde auf seinem Konto hat. Leider konnten wir nicht viel mehr Informationen über diesen 38-jährigen osteuropäischen Riesen finden. Der ist echt eine Maschine. Nummer 9. Also einfach so ein Pferd tragen. Abab Kizahayat, auch bekannt als Khan Baba, ist ein starker Mann aus Pakistan und wiegt nach eigenen Angaben 436 Kilogramm. Er behauptet auch, der stärkste Mann der Welt zu sein. Khan Baba stammt aus der Stadt Mardan im Norden Pakistans und ist für seinen enormen Körperbau bekannt geworden. Er behauptet auch, dass es ihm während des Wettkampfs in Japan gelungen ist, 5000 Kilogramm zu heben. Niemand wird diesen Rekord jemals brechen, sagte er. Der 25-jährige Khan... Ja, aber gibt's denn dafür Beweise? Khan Baba stammt angeblich aus einer wohlhabenden Familie und begann mit 18 Jahren plötzlich mit der Entwicklung seines Körpers. Er behauptet, mehr als 10.000 Kalorien pro Tag zu sich zu nehmen. Darunter 36 Eier und 4 Hühner, 3 Kilogramm rotes Fleisch und 5 Liter Milch. Trotz seines enormen Körperbaus gibt er an, keine gesundheitlichen Probleme zu haben und sich... Also Khan Baba, no front, aber ich glaube, er bleibt mir selber im Halse stecken. Ich glaube nicht, dass das so gesund ist, der Lifestyle. ...wohlzufühlen. Er hat nur Probleme beim Ein- und Aussteigen aus Fahrzeugen, wenn er unterwegs ist. Nummer 8. Auf den ersten Blick kann man nicht sagen, dass dieser Mann stark ist, aber Dennis Rogers kann unglaubliche Dinge tun. Er kann nämlich Handschellen aufbrechen und Telefonbücher mit bloßen Händen zerreißen. Er kann auch einen Kühlschrank mit einem Finger anheben, was natürlich sehr beeindruckend ist. Der 1958 geborene Dennis ist dafür bekannt, ein echter Übermensch zu sein. Schon in jungen Jahren konnte er problemlos Leistungen nachahmen, die starke Männer im Fernsehen zeigten. Dennis ist auch ein ehemaliger Weltmeister im Armdrücken und kann sogar eine Bratpfanne ohne Probleme... Hat er irgendwie eine spezielle Technik? Weil ich kenne mich da nicht so aus. Aber er sieht jetzt ja nicht so aus wie so eine Maschine. Wisst ihr, was ich meine? ...zusammenrollen. Manche halten ihn für den stärksten Menschen der Welt. Da. Er war auch schon in mehreren beliebten Fernsehsendungen zu sehen, zum Beispiel bei Oprah Winfrey, Ripley's Believe It or Not und Stanley's Superhuman, außerdem in der Late-Night-Show von David Letterman. Viele Leute waren auch erstaunt, dass dieser normal aussehende Mann all das... Ja, das sind halt so, das sind glaube ich zwei Strongmen und er sieht dagegen ja einfach aus, sagen wir wie es ist, wie ein Lauch. ...tun konnte, ohne riesige Muskeln zu haben. Aber er hat einfach die... Nummer 7. Kevin Fast soll laut mehrerer Artikel der stärkste Priester der Welt sein. Der 58-jährige Kevin hat in seinem Leben insgesamt 19 Kraft-Dreikampf-Rekorde gebrochen und hält immer noch 9 davon. Einer davon ist ein Globemaster 3-Flugzeug mit einem Gewicht von 188,83 Tonnen, das er vorwärts ziehen konnte. Er hat auch schon Feuerwehrautos und Häuser gezogen, was meiner Meinung nach einfach unglaublich ist. Viele Leute finden es seltsam, dass er nicht nur Priester in einer kanadischen Kirche ist, sondern auch einer der stärksten Menschen der Welt. Aber dafür hat er einen harten Trainingsprozess durchlaufen und mehrere Stunden am Tag trainiert und seit 21 Jahren Wettkämpfe auf hohem Niveau bestritten. Kevin lebt derzeit in Cobourg, einer Stadt in Kanada, und ist auch ein guter Mensch, da er einen Großteil seiner Spenden und Gewinne an lokale Wohltätigkeitsorganisationen abgibt. Ja, ich meine, also im Normalfall ist ein Priester ja eher immer ein ganz netter Dude, oder? Es gibt ja keinen Bad Boy Priester. Nummer 6.
Auf Platz 6 steht die stärkste Frau, denn neben Männern können natürlich auch Frauen stark sein und trainieren deshalb zum Teil sehr hart. Rebecca Swanson ist eine amerikanische Powerlifterin, mehrfache Weltrekord-Profi-Wrestlerin, MMA-Kämpferin und starke Frau. Sie gilt als eine der stärksten Frauen aller Zeiten und hält mehrere Rekorde im Kraftdreikampf der Frauen, darunter die höchste Kniebeuge, das höchste Kreuzheben und das höchste Bankdrücken. Dies sind beeindruckende Ergebnisse, die auch heute noch Bestand haben. Sie ist jetzt erst 48 Jahre alt und begann ihre Karriere 1996 mit dem Ziel, Bodybuilderin zu werden. Wenn ihr Becca im wirklichen Leben treffen würdet, würdet ihr es euch sicher zweimal überlegen, bevor ihr euch mit ihr anlegt. Sie hat riesige Muskeln und ist damit zweifellos eine der stärksten Frauen. Ja, aber ich wüsste jetzt gerne mal, was die Bankdrücken macht. 150 Kilo, 200, ihr habt keine Ahnung. Und der Welt. Aber die, natürlich wird die mich zerreißen. Nummer 5. Hallo, Becca. Markus Rühl, geboren in Darmstadt, Deutschland, ist ein inzwischen zurückgetretener Profi für diese Aufnahmen von der IFBB. Er begann im Alter von 18 Jahren auf Anraten eines Arztes mit dem Training, nachdem er sich beim Fußballspielen eine Knieverletzung zugezogen hatte. Markus schaffte es, mehrere erste Plätze in anderen Wettbewerben zu belegen, aber nie den Mr. Olympia zu gewinnen, obwohl er ein paar Mal den 5. und 8. Platz machte. Er war vor allem für seine enorme Masse und seine breiten Schultern bekannt. Dafür hat er viel trainiert. Heute hat er seine eigene Firma für Nahrungsergänzungsmittel und ich nehme an, dass man ihn immer noch in einem Fitnessstudio antreffen kann. Ja, das denke ich auch. Nummer 4. Also, wenn du dein Leben diesem Sport widmest, dann ziehst du auch weiterhin durch. Mein Arnold Schwarzenegger ballert ja auch immer noch im Gym. Eugenius ist ein Grieche, der Street-Workouts macht und sich hauptsächlich auf körperliche Aktivitäten konzentriert. Calisthenics? Ich bin im Internet auf ein Bild von ihm gestoßen, auf dem er versucht, sich mit dem Kopf aufzurichten. Leider hat er das nicht geschafft, aber es ist ein cooles Foto geworden. Und auf jeden Fall ist die Tatsache, dass er das versucht, natürlich unglaublich. Eugenius, auch bekannt als Sleedis Mode, lässt sich gerne etwas Neues einfallen, um seine... Nennt man, glaube ich, so Calisthenics, also wo man so viel mit seinem eigenen Körpergewicht und so... Ist schon krass. ...zu testen und er treibt sich selbst an, um das zu schaffen. Der Grieche hat mehrere Titel auf seinem Konto, darunter den FIBO Streetlifting 2018 und fünfmal den WSWCF und ISF Streetlifting-Titel. Die FIBO ist doch in Köln, oder nicht? Diese Messe, da sind doch immer die ganzen, da habe ich schon ein paar Mal gehört, dass da auch Flying Uwe, Inscope und so bei der FIBO waren. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Dann trat er mit einigen anderen starken Jungs bei der Greek Got Talent Show an. Sie nannten sich Street Gains und schafften es bis ins Finale. Er hat über 100.000 Follower auf Instagram, aber wenn er so weiter trainiert, werden wir in Zukunft sicher noch mehr von ihm hören. Nummer 3. Mark Henry ist ein amerikanischer Powerlifter, olympischer Gewichtheber, Strongman und Wrestler im Ruhestand, der bei der WWE unter Vertrag ist. Er kann auf eine ganze Reihe von Titeln zurückblicken und galt lange Zeit als der stärkste Mann der Welt. Jetzt heißt es, dass er viele Rekorde hätte brechen können, aber da er sich für eine Karriere in der WWE entschieden hat, werden wir nie erfahren, wozu er wirklich fähig war. Er schaffte es, ein Auto anzuheben, Pfannen zusammenzuklappen und sogar eine Käfigkette zu durchbrechen. Danach war er auch als bester Gewichtheber der Vereinigten Staaten bekannt und nahm an mehreren Olympischen Spielen teil, Arnold Schwarzenegger, wo er Gold, Silber- und Bronzemedaillen gewann. Hätte sich Mark sein ganzes Leben lang auf die Kraftdisziplin konzentriert, wäre er vielleicht der stärkste Mann aller Zeiten gewesen. Aber ich glaube, jeder hätte sich für eine Karriere und ein gutes Einkommen im Ringen entschieden. Ja, auf jeden Fall. Das Ding ist ja auch oftmals, dass du bei diesen ganzen olympischen Disziplinen nicht so wirklich Kohle verdienst. Und wenn du die Chance hast, dann irgendwie bei der WWE anzutreten, um da mehr Geld zu machen, ja gut, weil... Auch so ein Sportler, das darf man ja auch nicht vergessen, der kann das ja nicht mehr mit 60 Jahren oder so machen. Also der muss eben auch ein bisschen vorsorgen. Nummer 2. Also kann ich das komplett verstehen. Sydrūnas Savickas, auch Big Z genannt, ist ein Kraftsportler und Powerlifter aus Litauen und war 2009, 2014 der stärkste Mann der Welt. Zwischen 2002 und 2002... Du denkst jetzt aber auch nicht so, okay, ist jetzt der krasseste Typ auf der Welt. Weil diese Powerlifter, die müssen auch irgendwie immer so Masse, die müssen massig sein. 2015 hat er 6-mal Silber gewonnen. Außerdem errang er 2010, 2012 und 2013 den Titel des stärksten Mannes Europas. Wie man an seinen Leistungen erkennen kann, gehört er zu den stärksten Männern der Welt. Inspiriert wurde er schon in jungen Jahren, als er 1989 den Wettbewerb Strongest Man im Fernsehen verfolgte. Er begann im Alter von 17 Jahren mit dem Kraftdreikampf und brach bei seinem zweiten Wettkampf alle bestehenden litauischen Rekorde in seinem Land. Savickas gewann auch 8-mal den Arnold Strongman Classic, bei dem Kraftdreikämpfer antreten. Außerdem hat er mehrere Titel errungen, die ebenfalls beeindruckend sind. Heute ist er 48 Jahre alt und schafft es nicht mehr zur absoluten Spitze zu gehören. Er bestreitet weniger Wettkämpfe, aber in einigen Disziplinen ist er immer noch der Chef.
Nummer 1. Brian Shaw ist ein 37-jähriger amerikanischer Strongman-Sieger von 2011, 2013, 2015 und 2016. Brian ist auch der erste Mann, der den Arnold Strongman Classic und den Wettbewerb The World's Strongest Man gleichzeitig im selben Kalenderjahr gewonnen hat. Er schaffte es auch, den Arnold Strongman Classic in den Jahren 2011, 2015 und 2017 zu gewinnen, während er in den anderen Jahren den zweiten Platz belegte. Daher wird er auch von vielen als der stärkste Mann der Welt angesehen. Ja, und da gibt es so ein Video, wo der Typ irgendwo in so einem Flugzeug rein... Aber der ist ja viel zu massig, Alter. Der braucht da 7 Sitze. Aufgrund seiner Körpergröße entschied er sich in seinen jungen Jahren für Basketball. Er begeisterte sich für das Gewichtheben und beschloss, diesen Weg einzuschlagen. Er ist so groß, dass er Schwierigkeiten hat, in Autos einzusteigen. In der Tat ist er 2,3 Meter groß und wiegt 200 Kilogramm und ist sogar zu groß für ein Flugzeug wie... Da ist das, was... Guck dir das an. Das Flugzeug ist viel zu lösch. Brian hat auch einen eigenen YouTube-Kanal namens Shaw Strength, auf dem er mit anderen starken Männern trainiert und ein bisschen aus seinem Leben zeigt. Wer hat euch auf dieser Liste am meisten beeindruckt? Ich fehle so ein bisschen. Wo bin ich denn? Naja. Leute, bisschen Werbung in eigener Sache. Schaut gerne auf paluten.shop vorbei. Falls ihr noch was für Weihnachten sucht, Nikolaus, ihr wisst Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch eigentlich noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen.